Ich bin kein Terrorist. Ich will den Terrorist aufhalten. Hey Leute und herzlich willkommen hier zu diesem Video. Ganz kurz vorab, da ich für dieses Level ein bisschen länger gebraucht habe, habe ich das in drei Parts gepackt. Der nächste Part kommt morgen und der dritte Part kommt übermorgen. Sonst wünsche ich euch viel Spaß. Ciao. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Part Let's Play Hitman. Und diesmal ist es schon der 10. Part. Mir ist eben beim Dings, beim Pro Starten der Programme aufgefallen, dass es schon der 10. Part ist. Und ich muss zugeben, ich habe so richtig Bocklaune. Und ja, das Level, ich bin mal richtig gespannt, wie es jetzt mal weitergeht. Und okay, welcome to Budapest. The Thermal Bath Hotel in Budapest is a piece. Oh Mensch, ist das viel Text. Wer mag, kann sich das selber durchlesen. Also eigentlich, ich überfliege das jetzt nur kurz. Sturm. Okay, da will irgendein Terrorist das hochfliegen lassen. Eliminate Franz Fuchs. Secure Terrorist Bomb. Escape to the. Zu diesem Punkt. Das ist Franz Fuchs. Okay. Oh, hat er die gesehen? Okay. Das ist das Hotel. Hier starten wir. Da sind irgendwie zwei irgendwas. Wahrscheinlich Wachen oder so. Hier geht's dann runter. In den ersten Stock. Hier ist ein Aufzug. Man Woman Toiletten. Küche, ist das Sauna, jupp, ein Pool, nochmal eine Sauna, Lobby, Rezeption, Restaurant, Kitchen, Second Floor, die Lounge, Flower Shop, so Blumenladen, ein Casino, was ist das denn? Ein Konferenzraum. Wieder die Lobby. Oh, was ist das denn? Ein neues Symbol, wovon ich keine Ahnung habe. Und was haben wir da? Achso, ist der Aufzug. Hier ist noch ein zweiter Aufzug, mit dem wir wahrscheinlich in den dritten Stock kommen. Weil der auch funktioniert und der auch. Buffertop. Okay. So, keine Ahnung, was es alles hier gibt. Dentist, okay. Dann gucken wir mal. Oh, wir können wieder einiges mitnehmen. Das Messer nehme ich jetzt standardmäßig mit und die Pistole. Oh, welche Pistole nehme ich denn? Meine zwei Lieblings gibt's ja wieder mal nicht. Nehme ich einfach die billigere, oder? Ach, ich nehme einfach die erste, die wurde mir empfohlen. Mit reichlich Munition, wer weiß, was ich alles brauche. Und die Käfler nehme ich mal mit. Die passt immer gut. The Thermal Bath Hotel. What a classy looking place. And well guarded too. It's time to look sharp and concentrate. A good thing I brought my suit. Uiuiui. Wie gesagt, ich habe schon eine Gänsehaut mal 10 und ich bin gespannt, wie es jetzt hier vor sich geht. Hier ist wirklich der Eingang. Und anders komme ich hier eigentlich auch nicht lang, deswegen. Oh, oder? Kann ich hier... Nee. Also ich muss diesen Eingang nehmen. Und wahrscheinlich werde ich direkt auf Waffen überprüft.
Okay. Wenn es schon direkt so losgeht. Budapest and the Thermal Bath Hotel. What a classy looking place. And well guarded too. It's time to look sharp and concentrate. A good thing I brought my suit. Okay, muss ich die jetzt wirklich niederschießen? Wo gibt es keine bessere Ideen? Kann ich hier irgendwo hochklettern? Wenn ich hier reingehe? Guckt auch. Okay. Soll ich dann meine Waffen gleich nochmal auspacken? What a classy looking place. And well guarded too. It's time to look sharp and concentrate. A good thing I brought my suit. Ja, keine Ahnung, so wie es aussieht, muss ich ihn niederballern. Weil anders kommt man hier nicht wirklich rein. Ich stelle mich einfach mal hier hinter. Okay, ich habe es mir anders vorgestellt. Tell me how. How I can go in this hotel. Ohne so viele Leute. Oh Mensch. Du kannst dich aimen. Alter, du willst mich doch verarschen. Don't do this. Ja. Alles geschlossen. Nee, der nicht. So, okay, wir sind erstmal im Hotel. Okay. Hier kann ich schon mal Treppen hochgehen. Am besten wäre jetzt ein Civi umzubringen, damit ich mich als Civi verkleiden kann. Oh. Do you know where my friend Mr. Wolf is accommodated? Oh, he's such a nice person. He gives a very generous tip every time I bring him clean towels. You can find him in room 202. In Raum 202. Und da er mit dem Pagen sehr gerne redet,
Okay. Perfekto. So, ich bin der neue Page. Ja, mit dem kann ich jetzt nicht mehr reden, aber who cares? Solange da jetzt niemand mehr reingeht. 202. Vielleicht. Okay, mit dem kann ich nicht reden. Zwei müsste eigentlich im Obergeschoss sein. Ja, cool. Wenn jetzt diese Anzeige die ganze Zeit kommt, dann geht's mir auf den Geist, aber was sollen wir machen? Sie haben sie halt gefunden. Clean towels for Mr. Wolf. You have 10 seconds, mein Freund. Du bist tot, mein Freund. Du hast alles gesehen. Scheiße, ich bin tot. Fuck. Budapest, at the Thermal Bath Hotel. What a classy looking place. And well guarded, too. It's time to look sharp and concentrate. A good thing I brought my suit. Ich hab's jetzt einfach mal hier abgelegt. Vielleicht greifen die mich nicht an mich. Okay. Hä? Okay. Ich nehme jetzt einfach mal nur das Messer mit. In der Hoffnung, dass die mich dann durchlassen und ich mir dann Waffen innen holen kann. Oh, das sieht. Hau mal meinen Fall. Dann lasse ich die zwei nämlich mal hier in Ruhe und geh einfach hier gemütlich rein. I made a reservation for 2 days. And what was the name, please? Mr. Tobias Reaper. We have a nice room for you, Mr. Reaper. Could you please stand here? Okay. Looks like Mr. Wolf is in room 202. If you want me to check your mail, just hand me over your room key, okay? I'll keep that in mind. Nothing at all good. Hey? Who are you? That's not true. Durch die man gehen kann. Das sind Keys, ups. Okay, er hat mir jetzt keinen Key gegeben. Okay. Dann gehe ich einfach mal hier hoch. Das Schöne ist, hier waren wir ja eben und haben mit unserem Freund geschrieben. Lol, warum redet er nicht mit uns? Oh je, so viele Cops. Als erstes, bevor wir jetzt mal hier groß den Attentat machen,
check ich einfach mal so ein bisschen hier das Hotel aus. Also hier haben wir ja, wie gesagt, die Küche. Lass mich rein, ich darf da nicht rein. Darf ich da rein? Hey, cool. Jo, das war mir klar, dass hier ist die Leave my kitchen at once. I'm calling security in 10 seconds if you don't leave. Okay, dieses Beil gefällt mir auch. Aber wenn ich jetzt hier nicht rausgehe, dann bin ich im Arsch. Okay. Das Klo. Also hier kann ich aufs stille Örtchen gehen. Ich wollte einmal kurz checken, ob hier irgendwo Waffen liegen. Das ist keine Waffe. Okay. Wird ja gerne so gehandhabt, dass Klos auf öffentlichen Toiletten sind. Ich sollte mich gleich mal verkleiden, wenn es geht. Es wird sehr wahrscheinlich gehen, solange ich mich nicht als Frau verkleiden will. Okay. This is woman's dressing room. So obviously you cannot enter with your present sex. But chef has meat cleaver that could fix your problem. Oh. Es tut mir schon fast leid. Ich will doch so gerne da rein. Ich kann jetzt versuchen von der anderen Seite. Ich habe ja. Das heißt, hier ist auch nichts. Hallo, mein I'm Freund. sorry, sir, but you cannot enter in those clothes. Please change in the last booth. There are clothes in the booth. So. Ich habe das jetzt so verstanden, dass. Ist das da? Ach, guck mal da. Zieh ich die einfach mal an? Ah, ja, cool. Nee, da muss I'm sorry, sir, but the hotel has a strict rule that says its guests must be dressed when walking around. I believe your clothes are in the last booth. Please change. Ah ja, stimmt. Der hat sich einfach nur bewegt. So, dann ein bisschen. Dann machen wir einfach mal alle Duschen an. So, perfekt, ich habe geduscht. Dann gehen wir mal ab ins Schwimmbad. Yeah. Planschen, planschen. Und ich schwimme nicht, sondern ich laufe einfach durchs Wasser. Ach, come This on. is woman's dressing room. So obviously you cannot enter with your present sex. Hast du mal was von Unisex gehört? Da dürfen alle rein. Was ist das? Gas. Okay. Ach, Sauna. Ja, cool, aber bringt mir nicht sehr viel. Dann gehen wir schnell hier rein. Zop, zop, zop. Die Duschen laufen immer noch, das ist ja wunderbar. Da war sonst nichts anderes, oder? Pick the Fire war ja auch so. Deswegen die ganzen Waffen. Was haben wir hier? Ah, ein Staubsauger. Ach so. Hä? Ja, cool, jetzt habe ich das Handtuch eingepackt, aber ich hab's doch nicht. Die anderen zwei Löcher haben wir hier. So. Dann gehen wir einfach mal in den obersten Stock. Der fährt mal nicht bis nach ganz oben. Oh, wir haben schon 20 Minuten und haben noch bisher nichts geschafft, außer einmal alle abzuknallen. Weil im obersten Stock hier sollte diese Waffe. Oh, was ist Ortszeit? Das war, glaube ich, die Ortszeit. Oder im obersten Stock. So, und checken wir einfach mal. Vielleicht kann man sich dann da mal ein bisschen verkleiden.
Weil das wäre. Nur ich muss erstmal hier einmal ganz rumgehen. Was ist nervig. Hä? Achso, ja, lockt. Kann ich hier durch? Ja, hier kann ich durch. Ein Doppelbettchen. Das war der Weg nach draußen. Okay, und wo führt denn diese Tür hin? Ach, in die Dusche. Und jetzt starte ich schon wieder und jemand. Okay. Mensch, das geht mir ein bisschen nach dem Keks. Aber egal. Wir. Ach, okay, nicht alle Türen sind offen. Was haben wir hier? Ach, der Blumenladen. How can I help you, sir? I was wondering if you have something for me. No, I'm sorry. I don't think so. Hello, sir. Ich kann ja auch nicht die Blumen einfach so mitnehmen. Wein, Wein, Wein. Moment, kurz checken, wo ich gerade bin. Okay. Okay, hier kann ich auch mit jemandem reden. Ah, hier kann man ein bisschen pokern und Geld verzocken. Überall. Nur nicht hier. Geht's euch auf die Nerven, wenn ich hier bin? Wahrscheinlich. Wäre es ja nur einer gewesen. Toiletten. Kommt auch niemand lang. Was haben wir hier? Achso, meine Toiletten. Genauso wenig jemand hier. Ach, dann gehen wir einfach mal hier. Treppe ups, downside. So, okay. Oh Mensch, schreibt mich noch irgendjemand an. Nee, geht nicht. Nee, den umzubringen bringt mir nichts. Das ist ja kein Fachangestellter oder so. Hier ist, glaube ich, auch. Cool, der ist auf Patrouille. Komm, hier muss sicherlich irgendwo eine offene Tür sein. Der meine ich war offen, Junge. Okay. Der Typ geht rein. Kann ich nicht die Karte nehmen? Egal. Der wird jetzt einfach nur schnell von den
Agenten umgebracht, seine Anziehsachen geklaut und ich schleife noch mal ein bisschen weiter in die Ecke. So, okay. Was mit Pickup Master Key? Ja, cool. So kann ich jetzt nämlich in jedes Zimmer rein. Das einzige Problem ist nur, jetzt brauche ich noch eine Waffe und da musste ich schon Polizist töten. Du bist ja relativ alleine. So, stimmt. Mit Master Key kann ich jetzt ja überall reingehen. Aber du stehst mir zu überall. Wie ist es? Ja, okay. Cool, da sind noch Kleidung. Ich frage mich, ob der jetzt hier rauskommt, wenn ich denn den Schlüssel geklaut habe. Okay. Okay, der redet auch nicht mit mir, wenn ich mich verkleidet habe. Oh fuck. Einmal hängt jetzt gerade mein. Da kommt nämlich gerade eine E-Mail rein. Aber ich hoffe, dass nichts ist kaputt oder so. Ah, perfekt. Weil du bist sicherlich bewaffnet. Hier auf dem Flur steht gerade niemand. Ich habe zwei Master Keys. Backup. I need backup. So. Upsala. Eigentlich hätte ich den bis hier hinschleifen sollen, lieber. Aber scheiße, ich bekomme seine fucking Waffe nicht. So, Moment. Der Typ. Hä? Ist der jetzt hier drin? Hä, wo ist der Typ, wenn diesem Staubsauger gehört? Ja, toll. Es gibt doch sicherlich hier nicht irgendwo ein Loch in der Wand oder so. Es wäre aber auch wirklich am besten, wenn ich mich verkleiden würde, als, einem Parschen Junge, weil wenn er wirklich ein Terrorist ist, wird er ein bisschen skeptisch, wenn ich hier so Cop rennt auf den zu, kommt in sein Zimmer rein. What and why ever? Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich bin zwar hier,
Du redest immer noch nicht mit mir. YouTube. Okay, dann gehe ich jetzt einmal kurz runter in den Umkleideteil da. Nimm mir ein Handtuch und leg mir das über den Arm. Männerwitz ist nicht gleich meine Dusche. So. So, seid ihr gespannt auf den nächsten Part, der morgen kommt. Bis dann, ciao.